InfraTech ist für uns eine Messe, die stark aufstrebend ist und vor allen Dingen im Ruhrgebiet für uns mehr und mehr eine wichtige Rolle übernimmt, weil viele, viele Kunden gerne herkommen. Also wir glauben, dass es ganz stark nach vorne geht, dass die InfraTech sich toll etabliert hat, dass da aber noch nicht Schluss sein muss. Ja, die Messe hier ist besonders wichtig für uns, da wir hier eine Plattform vorfinden, wo der gesamte, sage ich mal, innere Circle, dieses Thema Regenwassermanagement vorhanden ist und wir auf einem recht engen Raum, ohne große lange Wege, relativ viele Mitwettbewerber und Partner parat haben und das macht das hier auch sehr interessant und vor allem auch effizient. Die InfraTech hat für uns eine besondere Bedeutung. Die InfraTech ist zum einen eine Messe, auf der wir Fachpublikum treffen können, wo wir aber auch Leute treffen können, die wir sonst nicht ansprechen können. Unsere Zielgruppe sind primär natürlich die Auftraggeber, also sprich auch die Kommunen, aber auch natürlich die Planungsbüros, weil man hier einfach im direkten Dialog auch Tipps geben kann für den Einbau, für den neuen Werkstoff Kunststoff. Und das macht es natürlich sehr interessant, da auch hier alle Zielgruppen vor Ort sind. Wir als Hersteller von Schlitzrinnen beliefern bundesweit unsere Kunden im Tief- und Straßenbau und wollen uns jetzt hier nach unseren Auftritten im Süden auch mal hier im Ruhrgebiet präsentieren. Es ist ein sehr umfangreiches Informationsprogramm hier, gerade auch das Auditorium, also die Vorträge sind recht interessant, also ja, wir fühlen uns eigentlich gut informiert. Die Vorträge finde ich in der Regel immer ganz gut, weil da Erfahrung von anderen eben übertragen wird und insofern kann man sich das gut einprägen und auch selber gut anwenden. Einfach sagen wir mal, bestehende Firmenkontakte hier da wieder pflegen und aber auch halt auch neue Innovationen und Techniken da einfach finden und sich da einfach mal über den Stand der Technik zu informieren. Für uns eigentlich jedes Jahr war gut, war erfolgreich. Das Unterschied war, dass die ersten zwei Mal wir die Zulassung für den deutschen Markt noch nicht hatten. Und dann waren wir nur da, das Produkt bekannt zu machen. Und jetzt haben wir die Zulassung und können wir auch direkt verkaufen. Es gibt 8200 Gemeinden in Deutschland. Die kennen wir noch nicht alle und die wollen wir natürlich alle kennenlernen. Auf den Punkt gebracht, die InfraTech ist eine Messe von Fachleuten für Fachleute.